runter von meinem Rasen. Ich kämpf jeden Tag gegen mein ätzendes Suchtgedächtnis. 5 Jahre trage ich jetzt die Therapie in mir, doch bin immer noch nicht 100% rehabilitiert. Ganz egal, denn es geht eh weiter, auch ohne Plan und ohne Wegweiser. Manchmal spür ich Frieden, manchmal geht es wie im Krieg zu. Schau mir in die Augen, was siehst du? Siehst du den Jiggy, der mit Hip-Hop jetzt Karriere macht? Oder den Jay, der immer noch keinen Sinn in seinem Leben hat? Sprich zu mir! Chio, beste Grüße gehen raus. Runter von meinem Rasen! Du sollst den Channel abonnieren. Oder hast du auf dem Baum geschlafen? Jetzt hauen wir uns rein, Alter. Ich bin gespannt. Er räumt richtig auf, hab ich gehört. Das könnten wir doch schon als ersten Seitenhieb sehen, dass er vor der Mercedes-Benz-Arena steht. Da stand ich übrigens auch schon, habe auch so einen Take für ein Video gedreht. Aber ich glaube, mittlerweile ist diese Location so ausgelutscht wie mein Elefantenrüssel, dass ich da kein Video mehr drehen kann. Was ist so mit Rap passiert? Als könnte irgendeine Melodie da draußen euren inhaltslosen Dreck kaschieren. Kaum noch jemand, der was Brauchbares macht. Alles nach Schema F auf dem Aufgabenblatt ihrer Aufnahme. Ja, Dicke, es ist wirklich so. Alles nur nach Schema F auf dem Aufgabenblatt. Ich war ein bisschen, ich habe mich jetzt nicht erschrocken oder so, aber der Einstieg kam für mich gerade ein bisschen, deswegen war ich so, wow, kam ein bisschen, nicht holprig, aber ein bisschen arg brummt. Aber geil, Digga, was ist nur mit Rap passiert? Alles nur noch Schema F auf dem Aufgabenblatt. Habe ich auch schon in so vielen Reactions gesagt, dass ich immer das Gefühl habe, da gibt es so ein Blatt, so ein... eine To-Do-Liste, so, ne, how to be a German Rapper, ne, so das Starter-Pack mit 4 Sachen, die man beachten muss, und wenn du die 4 Sachen abarbeitest, hast du einen guten Song, der in Deutschland momentan nach vorne geht, so. Deswegen ist die Zeile auf jeden Fall schon mal sehr gewichtig. Rap passiert, als könnte irgendeine Melodie da draußen euren inhaltslosen Dreck kaschieren. Kaum noch jemand, der was Brauchbares macht. Alles nach Schema F auf dem Aufgabenblatt. Ihre Aufnahmen fitzen vor dem Traumwagen statt. In den Rauchschwaden brüllt die Gang laut starkem Takt. Geil, Digga, ich sag's jedes Mal, ne? Ich feier. Chio ist so. Es ist, ich weiß nicht, Chio ist für mich einfach so ein safer, on pointer, stabiler Rapper. Er ist keiner, der so diese überragenden Flows auspackt und hier, obwohl, muss ich mich auch ein bisschen revidieren, sagt man das so, klingt klug, dann ist cool. Chio hat auf jeden Fall oft eine interessante Reimsetzung so und ist ein begnadet guter Rapper und ich finde, dass es hier schon ziemlich geil kommt alles. Kaum noch jemand, der was Brauchbares macht. Alles nach Schema F auf dem Aufgabenblatt. Ihre Aufnahmen fitzen vor dem Traumwagen statt. In den Rauchschwaden brüllt die Gang laut starkem Takt. Ach so, guck mal. Ihre Aufnahmen findet vor dem Traumwagen statt. Ihre Aufnahmen dabadabben, baubabben, dab. Die ist mega nice halt einfach. Ihre Aufnahmen fitzen vor dem Traumwagen statt. In den Rauchschwaden brüllt die Gang laut starkem Takt. 1000 Videoeffekte bis der Augapfel platzt. Keine Aussage, Hauptsache die Auflage passt. Also raus in der Nacht. Digga, er zieht halt voll durch so, ne? Er zieht durch, Alter. Ich bin gespannt, wie viel Zwischenschnitte er da von anderen Videos reinschneidet, so von den Rappern, ne? Weil die, da fühlen sich bestimmt manche schon ordentlich von Karren gepisst, Alter. Platz, keine Aussage, Hauptsache die Auflage passt. Also raus in der Nacht, den Kids imponieren, Autotune raufgeklatscht und die Klicks explodieren, sie fliegen. Also raus in der Nacht, den Kids imponieren, da dabba 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 und die Klicks explodieren. Raus in der Nacht, den Kids imponieren, Autotune raufgeklatscht und die Klicks explodieren, sie fliegen über den Wolken, als würde dies was bedeuten. Doch merkt euch auch, die Bild-Zeitung ist beliebt bei den Leuten, denn trotzdem viel. Geil, Alter, merkt euch auch, die Bild-Zeitung ist beliebt bei den Leuten. Feier ich die Zeile. Bild-Zeitung ist auch der letzte Rotz und ist auch beliebt bei den Leuten so. Ich will jetzt nicht so alles über einen Kamm scheren und sagen, ey, ganz Deutschrap ist Rotz, aber im Prinzip hat er da, trifft er halt bei mir auf jeden Fall auf Anklang so mit den Aussagen, die er hier trifft so. Ich bin ein bisschen davon weggekommen, darüber rumzuheulen, weil das bringt ja auch nichts so, ne? Aber, es ist... Man, es gibt Hater, sagen, ah, hör auf zu flennen so und werd selber erfolgreich mit deinem Rap so, ne? Es sind wieder die Hater, die in Rambo-Manier daheim vor ihrem Mac hängen so. Aber, er macht es halt auf einem unglaublich hohen Niveau. Es sind keine plumpen Beleidigungen, sondern es ist einfach, es ist hohes Niveau. Das feiere ich ab. Bei den Wolken, als würde dies was bedeuten. Doch merkt euch auch, die Bild-Zeitung ist beliebt bei den Leuten. Denn trotzdem vielen Verkäufen seid ihr nur fake und nicht mehr. Selbst die etablierten Rapper rennen dem Trend hinterher. Die Worte... Verkäufen seid ihr nur fake und nicht mehr. Selbst die etablierten Rapper rennen dem Trend hinterher.
Es ist wirklich so. Selbst die etablierten Rapper rennen dem Trend hinterher. Das ist auf jeden Fall so. Das merke ich auch bei den ganzen Reactions, die ich mache. Da sind ja wirklich Rapper, auf die ich schon sehr viele Reactions gemacht habe. Teilweise auch noch vor, ich weiß gar nicht mehr, wann ich angefangen habe. So lange ist es, wie gesagt, noch gar nicht. Aber 2, 3 Jahre oder irgendwie so. Da merke ich auch schon, wie sich die Rapper verändern. Und ich will jetzt wirklich nicht so, ich will jetzt nicht den größten deutschen Rapper so, ne? Nehmen wir mal Sido, ne? Das ist überhaupt kein Front, so. Ich bin Sido-Fan, ich war auf einem Konzert von Sido vor 2 Wochen, so alles easy, ne? Aber da habe ich auch schon das Gefühl, ich meine, Sido ist mit das schlechteste Beispiel, weil Sido einfach so ein krasses Unikat ist. Und Sido ist, egal welche Songs er rauskickt, es ist Sido. Es ist er. Aber trotzdem, gerade bei dem Feature mit Apache oder so, oder auch wenn man sich manche Tracks von seinem Album anhört, da wie jetzt die Flows setzt im Vergleich zu früher und so, meine ich zu hören, dass es auch natürlich immer so in diese Richtung geht von dem Sound, der gerade so angesagt ist. Und es ist, wie gesagt, gar kein Vorwurf, aber es untermalt die Zeile, die Gio hier mir gerade an den Kopf schmeißt, ziemlich. Und ich kann das auch hier untermalen. Er hat jetzt hier Casey Rebel noch mit reingeschnitten. Ich würde wirklich, gab's da schon mal irgendwie was, dass irgendwelche Rapper da drauf reagiert haben? Das würde mich wirklich mal interessieren, weil da fühlen sich viele an den Karren gepisst, 100 Pro. Oder die denken insgeheim alle, boah, der hat schon ganz viel recht, Digga, wir wurden auseinandergenommen, ja, guck mal, ja, der kleine Gio, die Ratte, hat uns auseinandergenommen. Die sind verkäufen seit jeder Fake und nicht mehr, selbst die etablierten Rapper rennen dem Trend hinterher. Die Worte, der Flow, selbst das Soundbild ist gleich, immer auf der Suche nach ein wenig Aufmerksamkeit. Die Texte ohne Text. Ist so. Alles ist gleich. Ja. Soundbild ist gleich, immer auf der Suche nach ein wenig Aufmerksamkeit. Die Texte ohne technische Stärken, Markenprodukte, Dreck in den Fersen. Gut. Geil, Dicke. Ja, das ist wirklich die Texte ohne technische Stärken. Es ist wirklich so. Das ist halt leider Gottes ist es so, dass das halt voll auf Anklang so. Das ist halt, die Kunst steht unter der Melodie oder unter dem Lelele oder unter den Markenprodukten, die man nach außen trägt und damit irgendwie cool ist so. Selbst das Soundbild ist gleich, immer auf der Suche nach ein wenig Aufmerksamkeit. Die Texte ohne technische Stärken, Markenprodukte, Dreck in den Fersen, Gucci, Prada, Bräute und Koks. Ja, Berlin lebt, aber Deutschrap ist tot. Was ist so mit Rap? Boah, Digga, was ein Ausgang. Guck mal, Alter, Digga. Ey, das Problem ist, ich sag euch ehrlich so, ne? Das Problem ist immer, wenn du von allen Seiten gesagt bekommst, so, zieh dir Gio rein, das ist so krass, blablabla. Ich hab mit Gio gestern Voicemails gemacht, ich weiß, oder vorgestern. Und er sagt auch, Digga, jetzt lass dich nicht zu hoch pushen, so, dass du denkst, da kommt hier so ein überkrasses Ding, so. Weißt du, das ist halt schwer, wenn dir alle Leute klar machen, so von wegen, das ist so das Krasseste, was es im Moment gibt, so, ne. Dann hast du in deinem Kopf eine so hohe Messlatte. Und das beeinträchtigt dich immer so ein bisschen, ne. Aber ich muss sagen, Digga, was ist das für ein Aufstieg? Gucci, Armani, oder was er da sagt, Gucci, Armani, Bräute und Koks, ja, Berlin lebt, aber Deutschrap ist tot, Dicke, boah, Alter, das ist schon saftig, Mann, das ist schon saftig, sag ich dir ehrlich so. Bräute und Koks, ja, Berlin lebt, aber Deutschrap ist tot. Was ist nur mit Rap passiert? Nur noch dämliche Phrasen, so viele Alben, doch so wenig zu sagen. So viele Alben, doch so wenig zu sagen, Real Talk auch, ist so. Was ist nur mit Rap passiert? Ey. Nur noch dämliche Phrasen, so viele Alben, doch so wenig zu sagen. Was ist nur mit Rap passiert? Nur noch Drecksmelodien, die den schlechten Text überspielen. Was ist nur mit Rap passiert? Alter, macht er auch noch genau von Schwester Eva das, wo man ihr halbes Arschloch sieht, Alter, wo die komplett da rumtwirkt, Alter. Dieses Bild. Nur noch Drecksmelodien, die den schlechten Text überspielen. Was ist. Ich schwöre dir, dieses Bild. Ich sehe dieses Bild und ich kann es regelrecht riechen, Alter. Ich schwör dir, Alter. Was ist mit Rap passiert? Guck, sie reden von Marken und profilieren sich mit dem, was sie tragen. Was ist so mit Rap. Sie reden von Marken und profilieren sich mit dem, was sie tragen. Auch fucking Real Talk, Mann. Wo kommt es eigentlich her, Alter? Das ist passiert, das hat Rap nicht verdient. Amen, Bruder, rest in peace. In den Videos. Aber Hook, sage ich ehrlich, ich finde, Gio ist sowieso, auch wenn er das letztes, ich glaube sogar hat er in meinem Interview mit ihm gesagt, dass er so die Hooks da immer zuerst die Hooks schreibt. Ich finde, Gio, wenn ich Gio irgendwas ankreiden würde, dann würde ich wirklich sagen so, dass ich seine Hooks nie so, die Hook ist von der Aussage krass, Digga, die gibt dir Feeling so, du, na, ich kann mich komplett damit identifizieren, ich fühle das so, ne, aber vom Klangbild und so ist es immer so, die Hooks wirken bei Gio immer so, wie eigentlich nur so ein Part.
Das ist nicht so eine richtige Hook irgendwie. Das ist immer so ein bisschen so einfach wie ein anderer Flow im Part. So ein bisschen, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Oder auch wenn er es dann mal macht, zum Beispiel in der Runde von Entertainment, das ist jetzt auch schon in der Runde gegen Entertainment, ist schon ein bisschen länger her, da war auch diese eine Hook drin, das ist natürlich dann schon mehr Hook-Bild gewesen, so dieses, da hab ich aber Angst, da hab ich aber Angst. Und ich weiß nicht, wenn ich Chios Hooks höre, dann denke ich immer so, es ist irgendwie, es ist zu wenig für eine Hook, so vom Klangbild her nur, wirklich nur vom Klangbild halt. Das hat Rap nicht verdient, armen Bruder, rest in peace. In den Videos, da laden sie die Uzi Waffen, doch es... Gucci-Taschen, ey, Real Talk, er rappt Gucci-Taschen, ne? Ey, ich wette, ich sag das so oft, ich wette, dass er jetzt den und den Reim kickt. Digga, aber das kommt so offensichtlich, ich lag so oft schon falsch, als ich gesagt habe, ich wette mit euch, jetzt kommt der und der Reim. Fuck, wo waren das letztens bei irgendwie JBB, gell? Wo ich auch irgendeine Runde bei Laska, wo ich auch gemeint habe, ich kann den Reim jetzt vorweg sehen. Alter, ich sag, der, ich will jetzt nicht wetten, weil am Ende verliere ich wieder, aber ich sage, auf Uzi-Waffen reimt der Gucci-Taschen, Digga. Gerade, weil es auch so in den Kontext jetzt passt, komm. Mein Bruder, rest in peace. In den Videos, da laden sie die Uzi-Waffen. Doch echte Gangster tragen keine Gucci-Taschen. Ja, ich hatte recht. Ja, don't fuck with the Chicky. Okay, Real Talk, wir machen ruhig weiter. In den Videos, da laden sie die Uzi-Waffen. Doch echte Gangster tragen keine Gucci-Taschen. Echte Gangster tanzen nicht wie Hampelmänner. So bekommt man sicher keine Knarren von dem Waffenhändler. Mit allen ja, auch saugut in Reim. Ey, Digga, das ist wirklich gut so. Echte Männer tanzen nicht wie Hampelmänner. Und kriegen keine Knarre so vom Waffenhändler. Irgendwie, das ist schon nice, aber das ist, er teilt schon ordentlich aus. Also da würde ich wirklich mal die eine oder andere Reaction, gerade von den Rappern, die er so, ich will nicht sagen, angreift. So, man muss auch immer die Kirche im Dorf lassen, so, ne? Das ist natürlich, ist schon ein heftiger Front, aber das ist einfach so eine geknickte Rapperseele, die einfach gerade mal austeilt. Die bricht, Digga, und jetzt einfach mal rauskickt. Und ich find's geil, Digga. Ich stehe voll und ganz hinter ihm, so. Ohne irgendeinem von diesen ganzen Rappern da persönlich ans Bein pissen zu wollen, so, ne? 1, 2, 3, 4, Rob die Hütte weg. Arts Gardas Tale, muchos gracios, verdammt, which Brime Abonnement. Aber so, diese Gucci-Zeilen und so, das geht ja schon so, ich weiß nicht, ob. Für mich geht es so in Richtung Capital Bra, wobei er jetzt nicht der Einzige ist, der irgendwie mit Gucci profiliert oder so ein Scheiß oder Gucci trägt, ne? Echte Gangster tanzen nicht wie Hampelmänner. So bekommt man sicher keine Knarren von dem Waffenhändler. Mit allen Kräften soll der Kassenflop vermieden werden. Deshalb kommen sie auch nur mit massenkompatiblen Fersen, Lady. Der ganze Schrott vermieden werden, deshalb kommen sie auch nur mit massenkompatiblen Versen, Digga. Wie er diese Aussage, das ist einfach, da muss jeder, der das Ding versteht, muss einfach seinen Hut ziehen, weil er die Aussagen, die er trifft, die sind schon so prägnant und treffend und er verpackt die doch so gut in Reime, ohne Spaß, Alter. Massenkompatiblen Versen, dappen, doppen, dieben, berben. Mit allen Kräften soll der Kassenflop vermieden werden, deshalb kommen sie auch nur mit massenkompatiblen Versen. Ledig hier, lala, da, ledig hier, tralala, da noch ein paar Backen, die rumwackeln vor der Kamera. Da noch ein paar Backen, die rumwackeln vor der Kamera. Ich würde sie doch alle spielend gleich zerfleischen, Mero, Ero, ja. Lero oder wie ja. Sie alle heißen. Ich würde sie alle spielend gleich zerfleischen, Digga, das fühle ich sowas, weil Gio, das ist wirklich so. So ein Gio, der wird die alle spielend gleich zerfleischen, wenn es wirklich irgendwo eine Skala gibt, wo du den Skill misst. Dann würde er sie alle spielend gleich zerfleischen. Zumindest, wenn du es mit dem misst, was sie rausbringen. Es ist oft so, ich höre manchmal so, zum Beispiel das beste Beispiel, was mich wirklich im positiven Sinne geschockt hat, war Miami Yassin, als er dieses Kokaina-Lied, so, wir kennen es alle, ne, und die meisten hassen es, die meisten lieben es. Ich hasse es einfach so, weil ich es grottenekelhaft finde. Wobei da auch schon gute Reime sind. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so das Paradebeispiel, ne, aber bleiben wir jetzt... Eigentlich sind bei Kokaina wirklich sehr gute Reime drin, so. Aber diese Melodie einfach, egal. Nehmen wir das jetzt mal als Beispiel. Miami Yassin macht ja nur so, für mich jetzt so als Laien, ich befasse mich auch nicht tiefgründiger damit, deswegen sage ich als Laie, als Außenstehender, der das einfach mit Scheuklappen sowieso schon betrachtet, das ist Lelele-Musik, ne? Und dann höre ich irgendwann, gucke ich so durchs Internet und sehe so Miami Yassin auf 90 BPM-Beat oder so, ne? Und da war ich so neugierig, da dachte ich, Alter, wie klingt denn der auf so einem Hip-Hop-Beat, ne? Und dann hat er übelst gerappt. Digga, ich sag dir, hat der so ein Album rausgebracht. Ich hätte gesagt, Digga, das ist voll krass, Alter. Das hole ich mir, das finde ich krass, ne? Aber wenn du es jetzt so siehst, wenn du... lustiges Bild von Chio, by the way, übrigens, Alter. Richtige Bananengesicht. Wenn du die Tracks jetzt nimmst, die so mega erfolgreich sind und allein nur den Skill daraus ziehst, ey, dann würde Chio sie alle spielen gleich zerfleischen, so. Und ich auch, real to- Viele, deswegen verstehe ich auch den Stress, den andere Rapper dadurch kriegen, so. Savage sagt im Interview, das kommt übrigens in einer Woche oder so, mit mir sagt er, ja, ich habe ihn auch die Frage gestellt, wie er damit umgeht. Und er sagt, ja, ihm ist es ja eigentlich scheißegal, weil ihm kostet es ja nichts, so. Ihm kostet es ja nichts. Er kriegt ja nicht weniger Hype, nur weil andere viel mehr haben, so. Das ist ja vollkommener Schwachsinn, so, ne. Aber andererseits, das hat er nicht gesagt, aber für mich ist es so irgendwie, das ist so...
Das ist irgendwie. Ich weiß nicht, stell dir vor, du hast ein Schulreferat oder so und du reißt dir wirklich so, du hast 15 Jahre im Background, du reißt dir, hast dir 15 Jahre für diesen Moment den Arsch aufgerissen, du machst alles perfekt, blabliblub, du trägst es vor und die Leute klatschen. Finden alle gut, wow, finden alle gut, so, ne? Und dann kommt einer, der einfach so sich, weiß ich nicht, gefühlt eine halbe Stunde vor der Vorführung zurecht macht, der kommt auf die Bühne und hält einfach so auch ein Referat, aber irgendwie ist es so. Nicht, du denkst so, das ist aber gar nicht so gut. Und bei dem rasten die Leute aber alle aus. Way, die gehen ab, Alter, bam. Du denkst einfach, wrong word, Digga. Egal, deswegen fühle ich die Zeile jetzt mit am meisten hier. Ich würde sie doch alle spielen, das gleich Mero, Ero, Fero, Lero oder wie sie alle heißen. Bei den Hausmaus-Parts bekomme ich Hautausschlag. Nur noch Standard-Lines, alle gleich und austauschbar. Sie sind... Ah! Hausmaus-Parts bekomme ich. Boah, das ist geil zu mitrappen. Bei den Hausmaus-Parts bekomme ich auch. Bei den Hausmaus-Parts bekomme ich Hautausschlag. Adadabadabadaba, alle austauschbar. Nice. Vielen gleich zerfleischen. Mero, Ero, Fero, Lero oder wie sie alle heißen. Bei den Hausmaus-Parts bekomme ich Hautausschlag. Nur noch Standardlines, alle gleich und austauschbar. Sie sind wack, egal wie. Sie sind wack, Digga, sag es. Bekomme ich Hautausschlag. Nur noch Standardlines, alle gleich und austauschbar. Sie sind wack, egal wie viele Platten sie vertreiben. Es war immer leicht mit Singerei die Massen zu erreichen. Guck mal, auch mega, er ist so gut in dem, was er tut. Es fällt dem wenigsten, oder was heißt dem wenigsten, muss ich gar nicht, mir fällt's auf. Egal wie viele Platten sie vertreiben, es war immer leicht mit Singerei die Massen zu erreichen. Sie sind wack, egal wie viele Platten sie vertreiben, es war immer leicht mit Singerei die Masse zu erreichen. Mega geiler Binnenreim noch drin und wisst ihr ganz ehrlich, ich sag dir ehrlich, mich kränkt es auch manchmal. Ich bin wirklich mittlerweile an dem Punkt, da lasse ich das gar nicht. Am Anfang war ich da, ich war nie schlimm so, weil ich immer gesagt habe, okay, das sind irgendwelche Internet-Rambos, die sowieso sich nur daheim vor der vor Mac irgendwie krass fühlen, so, ne. Letztens habe ich auch, ich mache ja von meinen Reactions, haue ich immer diese kurzen Schnipsel da vor, ne. Von irgendwelchen Tracks von mir und sage, hey, folgt mir auf Spotify und so. By the way, folgt mir alle auf Spotify, da oben ist die Kampfe, folgt mir alle auf Spotify. Vielen Dank für den Support im letzten Jahr. Nächstes Jahr kommt richtig viel neue Mucke. Und dann schreibt irgend so ein Spasti bei mir unter YouTube so, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ich würde seinen Namen eh nicht erwähnen, weil er sich sonst hier krass fühlen würde und denken wird. Aber er sagt, das sind so, ich weiß nicht, das ist so, Gigi, du machst da einen auf krass, als wüsstest du alles. Dabei kannst du gar nicht rappen und hast nicht ansatzweise Erfolg mit deinem Rap-Ding. Irgendwie sagt mir so durch die Blume, dass ich wack bin, weil ich keine Klicks mache. Oder ich mach Klicks, so, das ist halt so. Aber die Masse ist einfach geblendet von diesen surrealen Klickzahlen, so, ne? Ist ja auch scheißegal. Jedenfalls misst man Klicks mit Erfolg. Und das ist so. Das hat mich irgendwie, er hat es so auch noch so ganz komisch formuliert, wie gesagt, das trifft einen halt irgendwie, ne? Weil du so denkst, was ist los, Alter? Oh, weiß ich nicht, deswegen finde ich, geht mir das, fühle ich das voll, was er sagt. Die sind wack, egal wie viele Platten sie vertreiben, es war immer leicht mit Singerei die Massen zu erreichen. Der hier labert doch nicht Schrott, klar, die Parts bleiben im Kopf, nur was unterscheidet euch denn noch von Schlager oder Pop? Ja, geil. Ihr labert doch nur Schrott, doch was unterscheidet euch denn nur von Schlager oder Pop? Nice. Summer Jam auch mit dem Video. Ich habe jetzt gar nicht genau drauf geachtet, wie viele Leute da im Video sind, aber es sind auf jeden Fall sehr viele. Die Texte ohne technische Stärken, Markenprodukte, Dreck in den Fersen, Gucci, Prada. Er macht den Ausstieg schon wieder, oder? Bräute und Koks. Ja, Berlin lebt, aber Deutschrap ist tot. Was ist nur mit Rap passiert? Nur noch dämliche Phrasen, so viele Alben, doch so wenig zu sagen. Was ist nur mit Rap passiert? Nur noch Drecksmelodien, die den schlechten Text überspielen. Was ist nur mit Rap passiert? Guck, sie reden von Marken und profilieren sich mit dem, was sie tragen. Was ist nur mit Rap... Boah, Basil, das hätte ich mir zweimal überlegt, ob ich den in mein Video reinsehe, du. Oh, Gio ist auch noch Berliner. Ach, war's jetzt hier voll Fitner machen, so, ne? Passiert, das hat Rap nicht verdient. Alter, diese ekelhaften Moves doch immer. Alter, wirklich. Zum Zuschlagen. Und sich mit dem, was das ist wie Angebote. Man muss zuschlagen. Tragen, was ist nur mit Rap passiert? Das hat Rap nicht verdient. Armen Bruder, rest in peace. Was ist
was nur mit Rap passiert. Nur noch. Aber die Hook, ohne Spaß, die Hook, das ist so, der Einstieg von der Hook kommt auch jetzt hier, hört man komplett den Cut, das stört mich ein bisschen so. Das ist aber, wie gesagt, heulen auf großem Niveau so. Irgendwas muss ich ja sagen, Mensch, ich muss doch irgendwas finden hier. Ich such doch nur nach Fehlern. Mensch, doch wäre doch mein Job hier sinnlos. Das Rap nicht verdient, armen Bruder, rest in peace. Was ist nur mit Rap passiert? Nur noch dämliche Phrasen, so viele Alben, doch so wenig zu sagen. Was ist. Das ist auch eine saugeile Zeile, Digga. So viele Alben und so wenig zu sagen. So mit Rap passiert, nur noch Drecksmelodien, die den schlechten Text überspielen. Was ist nur mit Rap passiert? Guck, sie reden von Marken und profilieren sich mit dem, was sie tragen. Was ist nur mit Rap passiert? Das hat Rap nicht verdient. Amen, Bruder, rest in peace. Ja, ist auch eine geile Video-Location da, wirklich so. Ich meine, das ist ja, Kapital hat da ja auch mal das ein oder andere Mal, auf jeden Fall einmal vor der Mercedes-Benz-Arena gestanden, so. Es ist auch schon so ein kleiner Front halt da zu stehen, Brandenburger Tor, so. Das ist schon, das passt schon alles. Alter. Es ist schon echt, es ist eine saftige Nummer gewesen, abnormal saftig hier. Bada boom, bada bang, Digga. Dir sei es gegönnt, Gio. Es sei dir wirklich gegönnt, Alter. Ich hab gelernt, der allergrößte Schmerz geht auch hinüber. Komm, reiß mir ein Bein aus, doch ich laufe weiter. Ich seh, du läufst gern rum mit ner Schlaghose. Da werd ich intolerant, auch ohne Laktose. Lauf und ich kämpf, trotz den Scheren in der Optik. Und zieh mir nen Kondom über den Schädel wegen Kopfhick. Wenn mir noch ein Rapper erzählen will, dass er hart wäre, fahr ich mit nem Dampfer über seine Privatsphäre. Weil wir die Champions sind und wir holen uns den Pokal. Nur diesmal nicht in Brasilien, sondern in Russland. Sie trägt die Nikes, ja. Sie weiß ganz genau, dass sie heiß ist. Sie trägt die Nikes, ja.